Agonie war gestern. Für das Modelljahr 2013 gibt Yamaha wieder richtig Gas. Und zwar mit einem neuen Stern am Cruiserhimmel. Oder besser Sternchen. Denn ich sitze hier auf der XV59 und die geht mit ihren 950 Kubikzentimetern im Reigen der Hubraumriganten eher als Winzling durch. Und wo präsentiert man so ein Sternchen? Natürlich im Land der Streifen und Sterne, im Land der Cruiser in den USA. Und dort natürlich in L.A., der Stadt der Stars. Sport Heritage nennt Yamaha die neue XV-Baureihe. Wir nennen sie einen Cruiser pur. Ganz ohne den üblichen Schnickschnack, aber mit gelassenem Motor und tollem Fahrwerk. ...52 PS reichen locker, um hier im herrlichen Umland von L.A. ganz locker durch die Kurven zu schwingen. Egal ob Venice Beach, Santa Monica oder Malibu, die neue XV macht an der herrlichen Pazifikküste genauso eine gute Figur wie im kurvigen Hinterland. Die Cruiser-Freunde dürfen sich auf die Premiere in Deutschland freuen. Die XV steht ab Oktober in zwei Versionen für knapp 9000 Euro beim Yamaha-Händler. Den ersten Fahrbericht gibt es schon ab dem 2. August 2013 im Motorrad. Yes, good.